Lieber Herr Grau, lieber Herr Fürmetz, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank für Ihr Interesse. Demokratie im Ausnahmezustand, Generalstaatskommissar Gustav von Kahr im Spannungsfeld Bayern-Reich-Entente, so habe ich meinen Vortrag genannt. Gustav von Kahr, wir haben es gehört, gilt als einer der Hauptverantwortlichen der politischen Entwicklung in Bayern von 1920 bis 1923. Ursprünglich Spitzenbeamter im Innenministerium, dann Regierungspräsident von Oberbayern, avancierte er im März 1920 unter durchaus fragwürdigen Umständen zum Ministerpräsidenten, propagierte Bayern als Ordnungszelle und war damit insofern erfolgreich, als die ihn stützende Bayerische Volkspartei bei der Landtagswahl im Juni 1920 einen beachtlichen Stimmengewinn verbuchen konnte, während die anderen Parteien der politischen Mitte, die Sozialdemokraten und Deutschen Demokraten, herbe Verluste verzeichnen mussten und die Ränder rechts und links an Zustimmung gewannen. Ursprünglich war der Start in die Weimarer Republik ja durchaus vielversprechend, das muss man sich auch manchmal vergegenwärtigen. Bei den Wahlen 1919 war mit großer Wahlbeteiligung die Parteien sehr erfolgreich, die die demokratische Mitte repräsentierten. Die Neue Bayerische Volkspartei, die Sozialdemokraten, die zur Volkspartei aufgestiegen waren bei dieser Wahl, und die Deutschen Demokraten, miteinander haben sie weit mehr als 80% der Stimmen auf sich vereinigen können und damit ein klares Votum für die parlamentarische Demokratie manifestiert bekommen. Das änderte sich bei dieser vorgezogenen Wahl 1920. Die Ränder wurden spürbar stärker. Kahr, der eigentlich nur als Übergangskandidat bis zur Wahl gedacht gewesen war und sich auch nicht dezidiert als Kandidat präsentierte, verfügte dann nach dieser Wahl, als er sich letztlich doch bereit erklärte, das Ministerpräsidentenamt zu übernehmen, erstmals über eine weitgehend vollwertige demokratische Legitimation für eine Legislaturperiode, die auf 4 Jahre angelegt war. Kahr trat dann im September 1921 als Ministerpräsident Bayerns zurück, nachdem er von der Reichsregierung und der Entente sowie schließlich auch von der BVP zur Auflösung der von ihm geförderten paramilitärischen Einwohnerwehren in Bayern gedrängt worden war und der Ausnahmezustand in Bayern, das war dann die eigentliche Ursache, als Folge einer Republikschutzverordnung des Reiches aufgehoben wurde. Er agierte dann wieder als Regierungspräsident von Oberbayern, bevor ihn die bayerische Staatsregierung unter Ministerpräsident Eugen von Knilling im September 23 in der zugespitzten Verknüpfung von wirtschaftlichen, sozialen und politischen Krisen zum Generalstaatskommissar mit umfassenden exekutiven Kompetenzen berief. Wenn man so will, hat sich die gewählte Staatsregierung aus der Verantwortung gezogen. Auf eine programmatische Rede Kahrs warteten all die Besucher, darunter ein beachtlicher Teil der Eliten des Landes, die am 8. November 1923 im Bürgerbräukeller in München versammelt waren, als dann eben Hitler und Ludendorff ihren Putschversuch begannen. Kahr wurde dabei ungewollt zu einem der Hauptakteure, der von Hitler zunächst in Gewahrsam genommen, dann die Niederschlagung des Putsches mit in die Wege leitete, wobei bis heute die Frage gestellt wird, ob Kahr nicht doch auch zeitweise bereit war, sich dem Putsch anzuschließen, Fragezeichen. Nach dem Putsch galt er jedenfalls in rechtsnationalistischen Kreisen als Verräter, praktisch am Tag danach auf den Straßen Münchens und überall erkennbar. Nach der Machtübernahme 1933 haben die Nationalsozialisten begonnen, ihn zu terrorisieren, haben im Sprengkörper in den Garten in Unterwössen, wo er ein Ferienhaus hatte, geworfen und anderes mehr. Und dann im Zusammenhang eben mit dem sogenannten Röhmputsch in Dachau 1934 ermordet. Ich werde Ihnen auf die vorhin aufgeworfene Frage auch heute keine befriedigende Antwort geben können. Vielmehr möchte ich versuchen, Kahr ein Stück aufzuschlüsseln.
Bis heute fehlt eine Gesamtbiografie zu ihm. Ansätze dazu sind immer wieder gemacht und dann aufgegeben worden, auch wegen einer lange Zeit sehr unbefriedigenden Quellenlage, insbesondere was die Nachlassüberlieferung betrifft, die im Wesentlichen aus seinen freilich sehr umfangreichen, im Typuskript überlieferten, aber nicht vollständigen, ab 1925 formulierten Lebenserinnerungen bestand. 1400 Seiten. Das hat sich nun geändert, denn überraschend ist ein Kahr-Nachlass nach dem Ableben einer Enkelin aufgetaucht, den uns die Familie für die Forschung am Institut zur Verfügung gestellt hat. Darunter Korrespondenzen, vor allen Dingen aber auch Tagebücher. Letztere, die Tagebücher, hat Kahr zeitnah zu den Ereignissen geschrieben, sie sind aber wohl auch überarbeitet worden. Matthias Bischel hat inzwischen auf der Basis des erweiterten Kahr-Nachlasses und zahlreicher weiterer Quellen, etwa der Ministerratsprotokolle, eine Teilbiografie bis 1921 erarbeitet und wird demnächst am 24. Oktober eine mit Spannung zu erwartende Quellenedition zum Hitlerputsch vorstellen können. Unsere zuvor angestellten Arbeiten zu den Lebenserinnerungen Kahrs gewannen dadurch mit dem gewachsenen Nachlass eine erheblich erweiterte Grundlage, als klar wurde, dass Kahr diese stark auf der Basis der Tagebücher und anderer Quellen gestaltet hatte. Die daraus ableitbaren Perspektiven Kahrs möchte ich Ihnen im Folgenden näher erörtern, mit Blick auf Fragen seiner Haltung zur Demokratie, der Bedeutung der sie einschränkenden Ausnahmezustände, sowie damit verbunden das Spannungsfeld von Bayern, Reich, Entente. Es geht also im Folgenden nicht um die oft dargestellte Abfolge von Ereignissen im Vor- und Umfeld des Hitlerputsches. Vielleicht nebenbei eine Geschichte: als ich begann, mich um diese Lebenserinnerungen zu bemühen, habe ich versucht, ausfindig zu machen, Familienangehörige, und habe dann tatsächlich die Enkelin von Gustav von Kahr hochbetagt kennengelernt und war mehrfach bei ihr, und sie hat immer wieder Dinge aus dem Nachlass mir präsentiert, und ich habe immer neugierig nachgefragt, und irgendwann hat sie gesagt: Herr Kramer, ich habe nicht mehr, und bitte lassen Sie mal wenigstens meinen Teppich da. Sie hatte also durchaus Humor. Ob sie es nicht wusste oder eben mir doch nicht geben wollte, dass da im Keller die Kisten eines umfangreichen Nachlasses waren, sei dahingestellt. Wir haben es jedenfalls erwarten können. Hochinteressante Gespräche mit dieser hochbetagten Dame, die sich noch erinnern konnte, dass sie ein neues Kleid bekommen hat, als Hindenburg München besuchte, groß inszenierter Hindenburg-Besuch und manch anderes mehr. Nun, der Zugriff über die Lebenserinnerung Kahrs, den wir mit Studien von Nicola Becker zu anderen zeitgenössischen Autobiografien und Memoiren aus München kontextualisiert haben, war auch geleitet von der Frage, wie etablierte Persönlichkeiten in München die Umbrüche in den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts und erfahren und verarbeitet haben. Martin Geier hat da viel vorgearbeitet. Welche Wirkung dies auf die junge Demokratie haben konnte und wie ein Teil dieser Persönlichkeiten derart kippen und die Orientierung verlieren konnte. Neben Kahr möchte ich hier nur die Schlagworte Ludwig Thoma oder auch Karl Alexander von Müller als weitere sehr unterschiedliche Beispiele nennen. Demokratie im Ausnahmezustand, damit wollte ich schließlich auch darauf hinweisen, wie sehr die frühen 20er Jahre von einem multiplen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen, wohl auch psychosozialen Ausnahmezustand gezeichnet waren. Nicht nur Kahr berichtet immer wieder von einer ungeheuerlichen emotionalen Erregtheit breiter Bevölkerungsschichten nach Krieg, Hunger, spanischer Grippe, politischem Umbruch. Nun im Herbst 1923 mit Zerstörung bürgerlicher Ersparnisse in der Hyperinflation und dann eben der Abbruch des Ruhrkampfs.
Das politische Geschehen war auch stark von staatsrechtlichen Ausnahmezuständen geprägt. Die Weimarer Republik nach der vollwertigen Legitimation durch allgemeine Wahlen und Verfassungen im Reich und in den Ländern begann gleichwohl in einem Ausnahmezustand, nämlich dem formalen Kriegszustand, der bis November 1919 zeitlich gedehnt worden war. Ihm schloss sich im Freistaat Bayern unmittelbar ein Ausnahmezustand an, der bis zum September 21 dauerte und die Regierungszeiten der Ministerpräsidenten des Sozialdemokraten Johannes Hoffmann und von Gustav von Kahr umfasste. Wenige Tage Ausnahmezustand wurde im Januar und Februar 1923 verhängt, als die Staatsregierung wegen eines NSDAP-Parteitages Innenminister Schweyer zum Generalstaatskommissar bestellte. Es folgte schließlich der Ausnahmezustand in der akuten Krise, schon ab Mai 1923 weiter verschärft mit der Bestellung Kahrs zum Generalstaatskommissar ab September bis Februar 24. Dazu kamen die Ausnahmezustände mit Republikschutzverordnungen und Gesetzen, die das Reich verhängte, die teilweise nicht für Bayern galten. Die Republikschutzverordnung des Reiches von August bis September 21 nach der Ermordung von Matthias Erzberger und das Gesetz zum Schutz der Republik vom 23. Juli 22 wurden aber auch in Bayern zum Teil unter Drohungen der Reichsregierung durchgesetzt, was zu kontinuierlichen Spannungen zwischen der bayerischen Staatsregierung und der Reichsregierung führte. Während der Regierung Kahr 1921 und von Generalstaatskommissar Kahr 1923 mit beachtlicher Zuspitzung. In den frühen Jahren der Weimarer Republik war staatsrechtlicher Ausnahmezustand zu einer gängigen Praxis geworden. Ausnahmezustand staatlicherseits war also 1923 Gewohntes. Auch die Bestellung eines in der bayerischen Verfassung eigentlich nicht vorgesehenen Generalstaatskommissars hatte es schon vor Kahr gegeben. Wenn man sich das vergegenwärtigt, das sei nebenbei gesagt, dann hat man natürlich ganz unterschiedliche Perspektiven, auch die Frage, wie geht man eigentlich mit politischen und staatlichen Kulturen um. Dennoch, mit Kahr als Generalstaatskommissar war eine neue Qualität des verfassungsrechtlichen Ausnahmezustandes bzw. der Ausnahmezustände in Bayern erreicht. Das hat nicht nur mit den eskalierenden Krisen des Jahres 23 zu tun, sondern auch mit der Person Kahrs, der in Bayern nach den Worten des österreichischen Konsuls in München zeitweise gottähnliche Verehrung genossen haben soll. Zudem stand Kahr den Einwohnerwehren und den nachfolgenden paramilitärischen Verbänden sehr nahe, die er als Ministerpräsident, als Innenminister und Regierungspräsident stets gefördert hatte. Eigentlich zur Abwehr der vermeintlichen oder tatsächlichen Gefahren der extremen Linken. Nun aber erhoffte die Staatsregierung von ihm die Eindämmung der Gefahr, die von rechts, insbesondere von Hitler, ausging. Dessen NSDAP erlebte seit 22 einen rasanten Aufstieg, war aber noch nicht in den Parlamenten vertreten, dafür umso mehr in überfüllten Sälen und auf den Straßen und dies immer gewalttätiger. Gustav von Kahr stammte aus einer mittelfränkischen evangelischen Familie. Der Großvater war Pastor, der Vater war ein hochangesehener Jurist, der mit dem Kommentar zum bayerischen Gemeinderecht ein Standardwerk schuf und schließlich zum Präsidenten des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes aufgestiegen war. Der gleichnamige Sohn Gustav, geboren 1862 in Weißenburg, folgte dem Vater im Studium der Rechtswissenschaften, machte dann über die Bezirksämter Erding und Kaufbeuern Karriere im Innenministerium, bevor er eben Regierungspräsident wurde. Als in Erding-Dorfen ein Sturm zahlreiche Häuser zerstörte, es ist die Rede von einem Zyklon, initiierte er als junger Beamter eine reichsweite Spendenaktion. Während seines Dienstes in Kaufbeuren wurde er zu einem Initiator der Heimatbewegung in Bayern. Er baute in diesen Jahren ein vielfältiges, breit in die Gesellschaft und in die Eliten wirkendes Netzwerk auf, das bald auch über München und Bayern hinausreichte. Namen jeglicher Art,
Liebermann, Seidel und. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, Ehrdoktorwürden von Universitäten sowie 1911 die Nobilitierung. Kahr wirkte ganz offensichtlich schon als junger Beamter über seinen engeren Dienstbereich hinaus. Insofern war sein politisches Engagement ab 1920 schon früher angelegt und insofern war er, obwohl aus der Beamtenschaft kommend, auch eher untypisch im Vergleich zu den anderen Beamtenministerpräsidenten, die die Politik Bayerns von 1920 bis 1923 mitprägten. Kahr rühmte sich, dass er als junger Soldat der Bayerischen Armee Totenwache in der Michaelskirche für Ludwig II. Gehalten hatte. Die Sozialisation in der Bayerischen Monarchie und deren Bejahung war für ihn konstitutiv. Als Ministerpräsident hielt er Kontakt zu König Ludwig III. Und Kronprinz Ruprecht, zu letzterem auch bei der Bestellung zum Generalstaatskommissar. Nach dem Ausscheiden aus dem Ministerpräsidentenamt, wieder Regierungspräsident von Oberbayern, organisierte Kahr vermeintlich als Privatmann die aufwendig inszenierten Beisetzungsfeierlichkeiten für König Ludwig III. Im November 21, auch mit der Perspektive, daraus gleichsam eine Akklamation für die Monarchie zu machen und mit der Überlegung, bei der Gelegenheit die Monarchie wieder auszurufen. Der König ist tot, es lebe der König, was nach Sondierungen zur Entente verworfen wurde. Kahr war in hohem Maße in der bayerischen Monarchie sozialisiert und blieb dieser verbunden. Er war, was er als Ausdruck von Treue verstand. Treue reklamierte er als herausragenden Wert. Über 450 Mal findet sich der Begriff in den Lebenserinnerungen. Kahr war 56 Jahre alt, als die von ihm gänzlich abgelehnte, als Treuebruch bewertete, für ihn jede Legitimität entbehrende Revolution vom November 1918 seine Welt zerbrach, so wie später noch einmal der Hitlerputsch des Jahres 1923, der für ihn einen dramatischen gesellschaftlichen Ansehensverlust zur Folge hatte. Wenn man, was man heute ja digital wunderbar kann, die Memoiren oder Lebenserinnerungen systematisch durchsucht, dann sieht man, die Jahre 1918 und 1923 sind die Achsenjahre. Was davor und danach ist, das ist der Maßstab für seine Biografie. Kahr, der in den Lebenserinnerungen wiederholt darauf verweist, er hätte seit 1916 immer wieder vor inneren Problemen und Gefahren gewarnt, war freilich als Regierungspräsident von Oberbayern insofern auch mitverantwortlich für das Ende der Monarchie, als doch die innere Sicherheit zumindest im näheren Umfeld von München mit zu seinem Kompetenzbereich zählte. Gleiches gilt für seine dezidierte Verantwortung für die innere Sicherheit als seit September installierter Generalstaatskommissar am 8. November 1923. Neben der Monarchie tritt bei Kahr der Staat bzw. der bayerische Staat als herausragende Kategorie hervor. Die nicht unwesentlich von der Hegel-Rezeption beeinflusste allgemeine Überhöhung des Staates in dieser Zeit, die vor kurzem Annalena auch für Heinrich Held weiter erschlossen hat, wird dabei erkennbar. Max von Seidel, der Autor des legendären bayerischen Staatsrechts, gehörte zum Freundeskreis des Vaters. Er war Kahr von Kindheit an, auch aus persönlicher Begegnung, ein Begriff. Der Staat gibt und schafft Ordnung, ermöglicht Sicherheit und eine ruhige Entwicklung, so Kahr. Das alleinige über den Parteien stehende Staatswohl beanspruchte er als Leitbild, verwirklicht am besten auch durch einen Staatsrat, bestehend aus einer Elite von Persönlichkeiten aus allen gesellschaftlichen Bereichen, am besten berufen von einem künftigen, vom Volk gewählten und vom Parlament unabhängigen Staatspräsidenten Bayerns, so seine Vorstellungen. Auch wenn Kahr den Parlamentarismus der konstitutionellen Monarchie im Gegensatz zu dem der Republik durchaus anerkannte, so sah er den zentralen staatlichen Akteur in erster Linie in einer starken Exekutive sowie mit in den Ministern der Staatsregierung und der Beamtenschaft repräsentiert. Das macht auch verständlich, warum er als Ministerpräsident gleichzeitig das mit breiten Kompetenzen ausgestattete Innenministerium führte und entsprechend Macht konzentrierte. Als Generalstaatskommissar baute er rasch eine eigene administrative Leitungsstruktur
mit ihm vertrauten und loyalen Vertretern der Beamtenschaft im vertrauten Gebäude der Regierung von Oberbayern auf und verpflichtete Reichswehr, Polizei sowie die vaterländischen Verbände auf sich. Jetzt wird befohlen, nicht mehr verhandelt. So Karls Worte. Er wolle Ordnung im Staat gegenüber jedermann durchsetzen. Der Ausnahmezustand ermöglichte ein Generalstaatskommissariat, das mit seinen weitreichenden Vollzugsrechten in hohem Maße Karls autoritären Staatsvorstellungen entgegenkam und entsprach. Mit den Ausnahmezuständen waren Demokratie und Parlamentarismus natürlich herausgefordert, wie sie die Weimarer und Bamberger Verfassung ermöglicht hatten. Kahr bejahte, wie schon gesagt, den eingeschränkten Parlamentarismus der konstitutionellen Monarchie. Die Parlamentarisierungs- und Demokratisierungsbemühungen während des Krieges hielt er für zu dem Zeitpunkt deplatziert. Letztlich sei die Demokratisierung von außen, von Wilson aufgedrängt worden. Auch darüber hinaus äußerte er durchweg Skepsis und Ablehnung, allerdings mit Varianten. Einzig ein plebiszitäres Element kann sich Kahr vorstellen, nämlich zur Wiedergewinnung der Monarchie auf der Basis einer Volksabstimmung, zumal er davon ausgeht, dass die bayerische Bevölkerung in überwiegender Mehrheit dem Haus Wittelsbach weiter verbunden wäre. Hoffnung setzte er auch auf eine Volksabstimmung zu einer Verfassungsänderung in Form der Etablierung eines jeweils durch Wahlen legitimierten Staatspräsidenten mit weitreichenden Kompetenzen bis hin zur Einschränkung der Kompetenzen des Parlaments. Die Gegenwart der frühen 20er Jahre verstand Kahr als Zeit des parlamentarischen Schwindels, so seine Formulierung, über die es hinwegzukommen gelte. Er sprach von heutiger Hypertrophie des Parteiwesens und bewertete den jetzigen deutschen Parlamentarismus für einen Krebsschaden am deutschen Volke, so seine Worte. Im Konkreten kritisierte er die durch die Gunst der Parteien und nach Parteienverdiensten gewählten demokratisch-republikanischen Minister, die nach Wesen, Arbeit und politischem Gehaben grundverschieden von den durch den König nur nach fachlicher Tüchtigkeit erwählten Ministern vergangener Zeit wären. Wir lesen hier in seiner Überlieferung alle geradezu klassischen antidemokratischen Diskurse und Haltungen der Weimarer Jahre. Den Begriff Staat wendet Kahr allein für den bayerischen Staat an. Es geht ihm im Umbruch von 1918 um die ruhige Aufwärtsentwicklung des bayerischen Staates, um die staatliche Stellung Bayerns, um die staatliche Selbstverwaltung Bayerns, um bayerische Staatsinteressen, um die Zurückweisung von Eingriffen in die bayerische Staatshoheit, sei es durch die Entente oder das Reich. Es gehe um staatliche Selbstständigkeit im Verbund des Reiches allerdings, um ein Lebensprinzip des bayerischen Staates. Entsprechend sei seine diesbezügliche grundsätzliche Einstellung zur Staatlichkeit Bayerns. Kahr sah sich schon als Ministerpräsident vor der Frage, ob er den Kampf, ich zitiere, um den ihn noch verbliebenen Rest staatlicher Selbstständigkeit im Verbande des Deutschen Reiches aufnehmen oder einen faulen Frieden wählen wolle, der letzten Endes Bayern auch zum Schaden des Reiches zu einer von Preußen dirigierten Reichsprovinz herabwürdigen werde. So seine Formulierung. Bayern also am Scheideweg. Gefährdet sah Kahr den bayerischen Staat auch durch die von der Reichsregierung gegenüber den Ländern und Bayern praktizierte Auslegung der Weimarer Verfassung und durch den Ausnahmezustand, den das Reich wiederholt verhängte und auf dessen Basis in die verbliebenen Kompetenzen der Länder und Bayerns eingriff. Er zeigte sich gerade bei den vielen unter hohem Krisendruck stehenden Gesprächen und Verhandlungen zwischen Staatsregierung und Reichsregierung in den frühen 20er Jahren, dass die krisenreiche Zeit nach dem weitgehenden Umbruch von 1918-19 nicht reichte, um aus den neuen demokratischen Verfassungen eine allseits akzeptierte Verfassungspraxis bzw. Wirklichkeit in der veränderten föderalen Struktur zu entwickeln bzw. auszuhandeln. Wenn man das vergleicht, 1871, wie lange dauert es, bis das Getriebe funktioniert, wenn man das vergleicht nach 1949, wie lange dauert es, bis Lindauer Abkommen und vieles andere geregelt ist,
braucht man offensichtlich einfach mehr Zeit, um eine geschriebene Verfassung in eine gelebte Verfassungspraxis und allseits akzeptierte Verfassungspraxis umzuwandeln. Nun, diese ganze Problematik und Kahrs Haltung zur Staatlichkeit Bayerns sollten dann auch zur Geltung kommen, als er im September 23 vom Bayerischen Ministerrat zum Generalstaatskommissar bestellt wurde und zwei Ausnahmezustände der des Reiches und Bayerns in Konkurrenz gerieten. Wieder sah Kahr im Agieren des Reiches die Staatlichkeit Bayerns gefährdet. Gefährdet war in Kahrs Welt der Staat seit 1918 vor allem durch die extreme politische Linke, auch vor dem Hintergrund der Entwicklung in Russland und deren Auswirkungen im Reich. In der Krise des Jahres 23 sah er dann auch die Gefahr durch den gewaltsamen Aktivismus und dann Putsch eben Hitlers. Kahr fand in seiner rechtsnationalen und auch antisemitischen Haltung, die unter dem Vorwand von Ausländer- oder gar strafrechtlichen Belangen schon während seiner Ministerpräsidentschaft bis zur Ausweisung und Internierung jüdischer Bürger geführt hatte, durchaus Übereinstimmungen mit Hitler. Er wollte auch das Potenzial Hitlers im Kampfbund nach Möglichkeit nutzen, traf sich wiederholt mit ihm, verlangte aber auch von Hitler die Unterordnung unter die Staatsautorität, die nun eben das Generalstaatskommissariat verkörperte. Aus dieser Perspektive wird man Kahrs Agieren zur Niederschlagung des Hitlerputsches verstehen können, die Durchsetzung der Staatsautorität gegen wen auch immer. Wie war nun Kahrs Perspektive auf das Reich? Kahr stellt seinen Lebenserinnerungen ein Bismarck-Zitat voran. In dessen Reden sowie Gedanken und Erinnerungen sieht er ein unerschöpfliches Material staatspolitischer Weisheit und Erfahrung. So seine Formulierung. Er macht mit zahlreichen Nennungen von Bismarck und vereinzelt Kaiser Wilhelm I., nie aber namentlich von Wilhelm II., dann auch mit einem großen Bismarck-Porträt. Schauen wir mal, ob wir es finden. Oben rechts sieht man es leider nur sehr schwach. Das ist Kahrs Arbeitszimmer in der Regierung von Oberbayern. Er sieht also in Bismarck ein Vorbild, wenn man so will, wie es unter anderem hier in seinem Büro zum Ausdruck kommt. Das Bismarckische Deutsche Kaiserreich mit dem dazugehörigen Bayerischen Königreich bejahte er nachhaltig. Das war in Bayern zunächst keine Selbstverständlichkeit, wie er vermerkt, denn Bismarck habe in Bayern seit 1866 auch als Kriegstreiber gegolten. Reichsgründungsfeiern während Kahrs Ministerpräsidentschaft im Januar 21 bejahte er ausdrücklich und besuchte sie besonders gern, wobei er darauf achtete, dass in den Sälen neben Schwarz-Weiß-Rot auch Weiß-Blau beflaggt war. Am 18. Januar läuteten im ganzen Land Glocken. Dass Reichsgründungsfeiern in Bayern möglich waren, sei im ganzen Reich beachtet, in Frankreich missmutig wahrgenommen worden. Ich erkannte ein glückliches Gedeihen des Reiches in der Erhaltung historisch gewordener, als selbstständige öffentliche Gemeinwesen lebensfähiger, zu dem großen deutschen Reiche verbundener Staaten. Das entspricht nun einmal dem Wesen des deutschen Volkes, mag dies loben oder tadeln, zu Kahrs Legitimation für das Reich und die Staatlichkeit der Länder in dem bismarckischen Konstrukt. Separatistische Bestrebungen, wie oft in Berlin, aber auch von dem inzwischen in Bayern lebenden Ludendorff vermutet und kolportiert, insbesondere auch nach der Bestellung Kahrs zum Generalstaatskommissar, lehnte Kahr dezidiert ab. Im Gegensatz dazu wollte er separatistische Bestrebungen gegebenenfalls mit Nachdruck bekämpfen. Vehement tritt er Gerüchten entgegen, er hätte ein Bündnis mit Frankreich und eine Donaumonarchie angestrebt. Wir wissen inzwischen von Peter Klaus Hartmann und Andrea Müllers Forschungen zur französischen Gesandtschaft in München, dass der Vertreter Frankreich, Emil Dahr, entgegen seiner Erwartungen bei Kahr keinerlei Bereitschaft fand, sich näher auf Frankreich einzulassen. Der arme Herr da hatte harte Zeiten in München, wurde zum Teil in Restaurants angepöbelt und manch anderes mehr.
Frankreich hatte völlig unterschätzt, wie stark nationalisiert inzwischen Bayern war. Kahr wollte sich als treuer Bayer und treuer Deutscher verstanden wissen. Immer wieder habe er öffentlich ein begeistertes Bekenntnis zu einem einigen deutschen Reich im Geiste Bismarckscher Verfassung abgegeben. Deutlich wird, dass die Referenz für das Bismarckreich politischen Zielen diente. Mit der Affirmation dokumentiert Kahr seinen weitergehenden, über Bayern hinausreichenden Anspruch auf Mitgestaltung im Reich, wie er dies auch in seinem Verständnis einer Ordnungszelle zum Ausdruck gebracht hatte, wonach eben von Bayern aus das Reich gesunden möge und wie dies in den Plänen für das Reichsdirektorium 1923 auch aufscheint. In Berlin vermeinte man ein anderes Reich als das Bismarcksche. Dort waren die krassen Unitaristen am Werk, so Kahr, der im Bismarckreich eben den notwendigen Spielraum für die Staatlichkeit des Landes erkannte, die er in der Weimarer Republik verletzt und gefährdet sah. Entsprechend sei die auf die Dauer ohnehin unerträgliche Weimarer Verfassung, so seine Formulierung, abzuändern. Wenn man diese Passagen liest in Tagebuch und Lebenserinnerungen, dann stellt sich die Frage, wie weit eben auch von Reichsseite eine Sensibilität war für politische Kulturen und Traditionen in Bayern. Angesichts der seit 1921 heraufziehenden Krise mit weiteren Besetzungen der Alliierten im Rheinland und des Verfalls der Währung formulierte Kahr als zentrales Ziel Erhaltung des Reiches, Erneuerung seiner Verfassung in bundesstaatlichen Grundsätzen und Revirement der bayerischen Verfassung sowie die finanzielle Sicherstellung Bayerns durch entsprechende Steuererhebung und Steuerverwaltung. Hier erkennt man die Reaktion auf die erzbergischen Finanzreformen. Es geht also um die Umgestaltung der Verfassungen im Reich und im Land, um eine föderative Ordnung mit wieder mehr eigenständigen Kompetenzen der Länder. Bei Kahr wie bei vielen anderen in Bayern sieht man neben der Parlamentarismuskritik als primäres Motiv für die Ablehnung der Weimarer Verfassung vor allem die Zentralisierung von Kompetenzen beim Reich bzw. Kompetenzverlust Bayerns. Referenz blieb für ihn die Verfassung des Kaiserreichs. Nicht nur aus der akuten Krise und aus den vermeintlichen oder tatsächlichen Gefahren von links oder später von Hitler und nicht nur aus der Delegitimation der Revolution, sondern auch aus dem Bismarckschen Reich leitet Kahr die Legitimität seines Handelns ab, wenn er die Weimarer Verfassung in Frage stellt oder gar auf eine Missachtung der Weimarer Verfassung zusteuert, wie dies in der Konkurrenz der Ausnahmezustände von Freistaat und Reich im Herbst 1923 der Fall war. Er betreibt damit über seine Ämter hinaus eine Art Selbstermächtigung, die er anreichert durch den Anspruch, das Staatswohl, Gemeinwohl und die Interessen des Volkes zu realisieren. Im Generalstaatskommissariat, im Ausnahmezustand mit weitreichenden Kompetenzen, kann er dies scheinbar umsetzen und mit den in Gang befindlichen Planungen für ein Reichsdirektorium mit ihm womöglich sogar auf das Reich ausgreifen. In zentralen politischen Anliegen und Überlegungen Kahrs spielt die Entente immer wieder eine Rolle. Die Entente gehört zu den Schlüsselbegriffen. Seine Politik und Weltsicht verortet er immer wieder vor dem Hintergrund von möglichen Reaktionen der Entente-Mächte und ihres Einflusses im Reich und in Bayern. So verwundert es auch nicht, dass er wiederholt Kapitel über Beziehungen zum Ausland, vor allem mit England, Frankreich und Amerika, zum Teil recht ausführlich in seinen Lebenserinnerungen schreibt. Mit dem Ausnahmezustand und seiner Bestellung zum Generalstaatskommissar habe sich die Aufmerksamkeit der Entente-Mächte auf Bayern und auf ihn gerichtet, die im Übrigen mit ihren Vertretern einer Entwaffnungskommission in München im Hotel Vier Jahreszeiten untergebracht und ständig präsent waren. Die Entente verstand er in erster Linie als eine Verständigung zwischen Frankreich und England zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dann erweitert durch Russland, sowie während des Ersten Weltkrieges um weitere Staaten, die gegen Deutschland in den Krieg eintraten. Die Macht der Entente habe ihre Ursache darin, dass ihr die ganze übrige Welt Waffen, Maschinen und Munition im reichsten Maße lieferte. Hoffnungen auf einen raschen Sieg wären vor allem trügerisch gewesen, weil Amerika Waffen in großer Fülle zur Verfügung stellte.
Zudem hätte die Entente vor allem England Nahrungsmittel und Rohstoffe aufgekauft, um Deutschland davon abzuschneiden. Ähnlich wie die Alldeutschen hätte auch die Entente große Eroberungspläne gemacht, wodurch Deutschland auf die Hälfte hätte reduziert werden sollen. Ein Friedensangebot des Kaisers hätte die Entente schnöde abgelehnt. 1918 seien für den Fortgang des Krieges die Regierungen der Entente-Völker verantwortlich gewesen. Hier zeichnet sich deutlich die Zurückweisung der Kriegsschuld ab, wie es im Versailler Vertrag formuliert war. Interessanterweise setzt sich Karl damit aber nicht ausführlich auseinander. Die Demokratisierung der Staatsregierung und das Selbstbestimmungsrecht der Völker hätte die Entente als Kuckuckseier ins deutsche Nest gelegt, so seine Formulierung, wo sie von einem großen Teil der deutschen Presse ausgebrütet worden wäre. Vor allem zu US-Präsident Wilson positionierte sich Carr stark ablehnend. Der Entente sei es gelungen, mit viel Geld die Bevölkerung in Deutschland zu verhetzen. Überhaupt befand Carr für die Jahre nach dem Krieg, allenthalben würde man zu viel Rücksicht auf die Empfindlichkeit der Entente nehmen. Wahrgenommene Hoffnung, diese vor allem Frankreich und England würden sich entzweien, referiert er immer wieder. Man sollte keinen Anlass schaffen, dass Frankreich und England wieder näher zusammenrückten. Karls Haltung zur Entente war, kaum verwunderlich, von einer starken Distanzierung geprägt. Er spricht von hasserfüllten politischen Vorstößen der Entente, von der Vergewaltigung durch die Entente. Sie würden einen starken politischen und wirtschaftlichen Druck ausüben. Sanktionen und deren Androhung bezeichnete er als Folter. Gegenüber der Entente gab es für Karl immer wieder Informationen zu verheimlichen, auch noch im Hitlerprozess. Dabei benutzte Karl den Verweis auf nicht konkretisierte und entsprechend damals für andere nicht nachvollziehbare Informationen, heute wissen wir, zu den Aktivitäten der paramilitärischen Verbände, wiederholt als Schutz zur Rechtfertigung seines Handelns. Gleichwohl unterhielt Carr Kontakte zu Entente-Leuten, seine Formulierung Entente-Leute, oder zu maßgebenden offiziellen und inoffiziellen Kreisen, wie er diese bezeichnete, wobei er jeglichen Verdacht auf Kooperation vermeiden will. Ich selbst bewarb mich nun um solche Unterredungen niemals, betonte er. Sie kamen an mich heran. Das ist eine Schutzbehauptung von Carr, der sehr wohl vor allem in der Frage der geforderten Auflösung der Einwohnerwehren während seiner Ministerpräsidentschaft Kontakt suchte. Das Ausland und die Einwohnerwehr betitelte er in ein Kapitel in den Lebenserinnerungen. Französische und britische Militärexperten waren Gesprächspartner, genauso wie der in München etablierte französische Gesandte Emil Dar und der britische Generalkonsul William Seitz, demgegenüber ein Stück offener war. Zudem stand Carr offensichtlich immer wieder in Kontakt mit Geschäftsleuten aus den USA oder mit deutschen Geschäftsleuten, die in den USA aktiv waren. Darüber hinaus verfolgte er die Berichterstattung der internationalen Presse in Frankreich, England, Italien und den USA. Als Ergebnis seiner Fühlungnahmen wollte er seine weitere Politik justiert wissen, während er gleichzeitig eine nachgiebige Politik der Reichsregierung gegenüber der Entente wiederholt kritisierte, was wiederum zum Druck auf Bayern führen würde. In der Sache der Einwohnerwehren wie in der Sache der Reparationen setzte Carr am ehesten Hoffnungen auf England und insbesondere auf Amerika, vermeldete für sich letztlich aber nur Enttäuschungen. Die Überlegung zur Ausrufung der Monarchie, wir haben es schon gehört, hat er aufgegeben nach Fühlungsnahme mit der Entente. Der Ausnahmezustand zur Bestellung seiner Person zum Generalstaatskommissar habe bei der Entente sofort Aufmerksamkeit hervorgerufen, habe man doch ein Ausgreifen auf das ganze Reich befürchtet und diese Befürchtung sei von Berlin aus durch eine gegen Bayern gerichtete Kampagne noch verstärkt worden. Offensichtlich versuchten sich die Entente-Mächte direkt bei Carr kundig zu machen, der vor allem auf die Gefahr durch Hitler verwies. Er glaubte zu erkennen, dass auch bei den in der Regel gut informierten Entente-Mächten vor allem ein Putsch Hitlers befürchtet wurde. Er, Carr, habe den Hitlerputsch auch bekämpft, weil er der Überzeugung war, er hätte im Erfolgsfall nicht nur zum Bürgerkrieg, sondern auch zum Einmarsch der Entente in Deutschland und zum Zerfall des Reiches geführt. Meine Damen und Herren, mit der Bestellung von Gustav von Carr zum Generalstaatskommissar
und dem damit verbundenen Ausnahmezustand in Bayern versuchte die bayerische Staatsregierung, eine Person zu nutzen, von der man hoffte, sie könne in einem aktuellen Krisenbündel einen Putsch Hitlers verhindern. Die Überlagerung von Ausnahmezuständen Bayerns und des unmittelbar folgenden des Reiches hat dagegen eine weitere latente Krise, die zwischen Bayern und dem Reich gerade mit der Person Karls weiter verschärft. Mit Gustav von Kahr verband sich in akuten Krisen 1920 und 1923 und mit Hilfe von Ausnahmezuständen die Hoffnung auf Stabilisierung des Staates, während damit die demokratisch legitimierten Amtsträger und Institutionen die ihn installierten, weiter an Ansehen verlieren mussten, die Verantwortung weiter schoben und ihn später auch, wie man das bei Karl Schwenz sehen kann, zum alleinigen Sündenbock abstempelten. Kahr wollte dem an ihn herangetragenen Anspruch auf Stabilisierung des Staates gerecht werden, während er gleichzeitig einen anderen Staat anstrebte, der sich viel mehr an Bismarcks Reich orientierte, die Staatlichkeit Bayerns entsprechend wieder stärken sollte, genauso wie dies die Stellung Deutschlands gegenüber der Entente stärken sollte. Die Stärkung der jungen Demokratie war ihm kein Anliegen, im Gegenteil. In seiner aus dem König und Kaiserreich gelebten und entwickelten Perspektive waren für ihn die auf Betreiben der Entente und aus der Revolution bei Kriegsende hervorgegangene Republik und Demokratie selbst der Ausnahmezustand. Vielen Dank.